Und ihr seid schon soweit. Okay, jetzt sind es viele. Ich habe mir die Namen aufgeschrieben. Es geht im weitesten Sinne um Graffiti. Es geht um Deep Graffiti. Und jetzt kommen viele Namen und Menschen hier auf der Bühne. Moritz, Jack, Julia, Hendrik, Yannick, Christopher und Yannick. Unser Projekt nennt sich Deep Graffiti, wie schon gesagt. Die Idee war, wir wollten, unser Motto ist ja Code and Culture. Und wir wollten praktisch die Stadt verschönern und auch alte Architektur mit neuer Architektur verbinden und dadurch neue Perspektiven auf die Stadt schaffen. Das haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben eine Augmented Reality App programmiert, die praktisch mit Hilfe der Kamera Graffitis an Wände projizieren kann. Die Graffitis werden einmal durch einen Algorithmus und durch eine KI generiert. Und dann wird anschließend wird das generierte Graffiti gegen eine Database von mehreren Graffitis überprüft auf deren Ähnlichkeit. Okay, bevor wir ein Graffiti anzeigen können, müssen wir erstmal ein Graffiti haben. Und dafür waren wir beide zuständig. Wir haben einen Graffiti-Generator programmiert. Mit Python und Image Magic. Ist relativ simpel. Wir nehmen im Prinzip eine graffitiartige Schriftart und geben ihr dann eine graffitiartige Textur. Das wird dann von der KI überprüft und weitergeleitet an die App, die es dann anzeigt. Genau, hier könnt ihr erkennen, dass wir da eine Textur im Hintergrund haben und eine Umrandung generieren. Die Farben, die werden zufällig da ausgewählt. Kannst du bitte die nächste Folie machen? Genau, sobald wir dieses Graffiti dann generiert haben, haben wir das projizieren müssen an eine Wand. Damit habe ich mich dann auseinandergesetzt, Andi genauso und Julia auch. Wir hatten mit verschiedenen Technologien versucht, das hinzubekommen. Und im Endeffekt war es dann so, dass man sein Handy an eine Fläche halten konnte. Sobald es die Fläche dann erkannt hatte, hat das Graffiti dort angezeigt in der Ebene. Und man konnte sich dann hin und her bewegen. Leider haben wir jetzt das Video dazu nicht. Und das blieb quasi an der gleichen Seite. Das nennt sich Augmented Reality und dazu haben wir ein Framework von Google verwendet. Genau, weiterführend kann man das dann sich im Frontend anzeigen lassen. Damit hat sich Andy auseinandergesetzt. Genau, also für das Frontend haben wir Flutter verwendet. Das ist ebenfalls von Google. Und das ist jetzt so quasi die Übersicht, wie wir ganz am Anfang reinkommen in die App. Und man kann quasi sich einen Text aussuchen. Man tippt einfach einen Text ein, drückt Submit. Der Button ist leider unten verschwunden. Und dann wird eine Anfrage an einen Server geschickt. Und der Server schickt ein fertiges Bild zurück. Dieses Bild wird dann verwendet bei der Augmented Reality und wird dann an eine Wand angezeigt. Genau. Genau, also wir hatten dann noch die Idee, dass wir nicht nur einen Text generieren, sondern halt auch das Ganze nochmal durch sogenanntes Deep Dreaming, also eine KI-Technologie, so modifizieren, dass da halt noch ein paar mehr Dinge dabei sind. Dafür haben wir erstmal Datensets gebraucht. Das ist hier in der NuCamp so. Ja, genau, es gab keinen vorgefertigten Datensatz und deshalb mussten wir uns das selber machen. Dadurch haben wir ein Python-Programm geschrieben, welches Dateien aus dem Internet runtergeladen hat. Genau, und mit diesen Dateien konnten wir dann trainieren, und zwar... Und dann haben wir eine KI geschrieben, wir nennen die Tom einfach, weil wir drei KIs haben und es einfach verwirrend wäre. Und Tom erkennt sozusagen, ob ein Bild ein Graffiti ist oder nicht und gibt das dann an die nächste KI weiter, von der die lernt. Und darüber erzählt euch jetzt Yannick was. Genau, also die nächste KI heißt Rota und... also die Idee dahinter ist im Prinzip, dass diese KI dann letztendlich dieses Träumen macht. Dazu haben wir im Prinzip die Inception V3 von Google genommen, weil selber trainieren wäre in dem Fall ziemlich aufwendig gewesen. Und die Idee ist halt einfach, dass man sagt, die erkennt verschiedene Features und dass man versucht, den Loss zu maximieren und das Ganze dann wieder zurück aufs Bild anzuwenden und damit kann man dann quasi früher gelernte Objekte erkennen. Also zum Beispiel in einem Bild wird dann irgendwie mal ein Hundekopf auftauchen zum Beispiel. Und da kann man dann auch bestimmen, inwieweit diese Sachen angezeigt werden sollen. Und die Idee wäre gewesen, dass man
im Prinzip Tom nimmt und beurteilen lässt, wie gut die Bilder letztendlich zu den Graffitis passen und damit im Prinzip dann das Ganze generiert. Da müssten wir auch Beispiele haben. Ja, okay, ja, die Beispiele hat sie zerschossen. Da, genau, gibt es wohl leider nicht. Beziehungsweise vielleicht doch? Nee. Naja, dann danke. Danke Moritz, Jake, Andi, Julia, Henrik, Janik, Christopher und Janek. Deep Graffiti.